Liebe Zuschauer, wie groß ist bei Ihnen die Nervosität, wenn Sie an die weitere Entwicklung am Aktienmarkt denken? Die Barometer, die dies für den deutschen und europäischen Leitindex, für den DAX und für den Eurostoxx, also VDAX und VSTOXX messen, zeigen sich weiterhin auf niedrigem Niveau und man kann sagen unaufgeregt. Könnte sich das nach dem Wochenende mit dem Ausgang der Italienwahl vielleicht schon ändern? Der Frage möchten wir jetzt in Zertifikate aktuell nachgehen und mein Gast an der Börse in Frankfurt ist Arnoud Willems von der Commerzbank. Herr Willems, bisher zeigten sich die sogenannten Angstbarometer ja eher unaufgeregt und teils eben auch auf historisch niedrigem Niveau. Was glauben Sie, könnte sich das jetzt nach dem Wochenende eben mit Ausgang der Italienwahl ändern? Also in der Regel würde Folgendes passieren mit dem sogenannten VSTOXX oder mit der Volatilität an sich. Sie sprachen es ja schon an, das ist das Risikobarometer der Börse. Also im Prinzip sagt man, sind die Marktteilnehmer verunsichert, dann ist dieses Risikobarometer hoch, also die Punktzahl ist recht hoch. Sind sie eher beruhigt, entspannt, der Aktienmarkt plätschert so vor sich hin, dann ist dieser Index recht niedrig. Wir sind so rund bei 18, unter 20, da ist ein niedriges Niveau erreicht, das sagt man allgemein. Ja, und jetzt ist die ganz große Frage, vor solchen Events, die wichtig sind für die Aktienmärkte, in der Regel steigt ein solcher Index vorher schon, bevor solch ein Event stattfindet, wenn die Börse Unsicherheit darüber hat, wie es dann ausgehen kann, beziehungsweise wenn eine Entscheidung getroffen wird, die dann negativ sein könnte, dann springen diese Märkte, diese Volatilitätsindizes im Vorhinein an. Das ist bisher noch nicht passiert. Das heißt, der Markt sieht das noch recht entspannt, recht ruhig. Direkt kurzfristige Auswirkungen auf die Börsen sollte das aller Wahrscheinlichkeit nach auch erstmal nicht haben. Aber, und da kommt jetzt das große Aber, wenn jetzt tatsächlich was passiert, was überraschend ist, was der Markt so nicht erwartet hat, dann sollte auch dieser Volatilitätsindex eben ansteigen. Der VSTOXX misst ja die zu erwartende Schwankungsbreite eben des Eurostoxx. Und was glauben Sie, wenn man sich den VDAX anschaut, also den Volatilitätsindex vom DAX, glauben Sie, dass das beim VSTOXX vielleicht turbulenter zugehen kann als beim DAX? Ja, also da nehmen sich beide nicht viel. Also man kann als Investor bzw. Börsenbeobachter auf diese Indizes schauen und man sieht ganz genau einen Zusammenhang zwischen dem Aktienmarkt und eben diesem Volatilitätsindex. Wenn der Aktienmarkt steigt, wenn er ruhig steigt, dann ist dieser Index in der Regel relativ niedrig. Wenn es dann nach unten geht an der Börse und das geht es in der Regel dann recht heftig, recht schnell, dann springt auch dieser Volatilitätsindex im Umkehrschluss entsprechend an, steigt nach oben. Und beim VDAX haben wir zum Hochpunkt der Finanzkrise teilweise Werte gesehen von über 80 Prozentpunkte. Das ist natürlich schon sehr, sehr hohes Niveau, historisch gesehen auch selten gemessen. Also man sieht an diesem Barometer im Prinzip, ob die Märkte verunsichert sind oder nicht. Und aktuell, das stimmt, sehen die Märkte, wenn man es historisch vergleicht, doch recht ruhig aus. Ein Anstieg der Volatilität, Sie hatten es auch erwähnt, geht ja im Grunde mit fallenden Kursen einher, also turbulent, wenn es turbulent am Markt zugeht. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie kann ein Anleger denn an einem möglichen Anstieg der Volatilität teilhaben, beziehungsweise den für sich nutzen? Ja, also als Anleger sollte ich da grundsätzlich mich mit dem Thema sehr genau auseinandersetzen, weil Volatilität an sich so nicht greifbar ist. Sie wird nicht direkt gehandelt. Was wir hier haben, was die Börsen berechnen, also zum einen die deutsche Börse, aber auch im europäischen Ausland und auch in den USA, da gibt es auch einen Volatilitätsindex. Das sind sogenannte Gradmesser für eben die impliziten Volatilitäten von sogenannten Optionen. Also daraus gerechnet aus einem Pool wird dann eben dieser Volatilitätsindex berechnet und als Investor konnte man lange Zeit gar nicht investieren. Mittlerweile gibt es den VSTOXX und den VIX Future für eben den S&P 500 in den USA. Diese beiden sind an der Börse handelbar, das heißt, man kann dann direkt auch Volatilität handeln. Und wenn man sich das anschaut, dann gibt es heute für Privatanleger in Deutschland bereits auch Produkte, um eben an diesen Indizes zu partizipieren. Ja, was könnte da die Idee sein, um in einen solchen Index zu investieren? Als Anleger kann man sich damit dann im Prinzip vor diesem Krisenszenario, wir sehen das hier auch, 2009 ist da sogar der VSTOXX über 120 angestiegen. Wenn man sich gegen so ein Krisenszenario absichern möchte, dann gibt es halt Produkte eben auf diesen VSTOXX Future, mit dem man sich dann im Prinzip positionieren kann. Aber grundsätzlich, man sollte sich doch schon mit dem Thema auseinandersetzen, da es nicht ganz einfach auf der Hand liegt, wie Volatilität funktioniert. Der VDAX ist ja eigentlich besser bekannt, zumindest sage ich mal unter den hiesigen Anlegern. Gibt es denn auch Möglichkeiten, auf den VDAX zu investieren?
Ja, also wir haben das auch häufig, bei uns wird nachgefragt von Kundenseite, ja, ich möchte gerne nicht in den VIX Future oder in den V-Stocks Future investieren, sondern eben in den VDAX. Das ist ja das Barometer, das Risikobarometer für den deutschen Aktienindex. Ja, das geht leider nicht. Die Eurex berechnet diesen Future nicht. Das heißt, es ist nicht möglich für uns als Bank, diesen Future zu kaufen. Deswegen können wir darauf auch keine Produkte anbieten. Deshalb weichen wir aus auf den V-Stocks Future und da bieten wir einige Produkte an. Da gucken wir uns jetzt eins an, ein Turbo-Zertifikat eben auf den V-Stocks Future. Was ist der Vorteil dieses Produktes? Ja, also bisher haben wir ausschließlich Faktorzertifikate auf den V-Stocks Future angeboten. Jetzt sind wir dazu übergegangen, auch eben Turbo-Zertifikate auf den V-Stocks Future zu emittieren. Der Vorteil des Turbo-Zertifikats ist, ich habe einen Hebel, wenn ich das Produkt kaufe. In diesem Fall sehen wir hier ein Turbo-Zertifikat auf dem V-Stocks Future mit der Knockout-Barriere bei 14,50. Der Hebel bei diesem Produkt liegt bei etwa 3. Das heißt also, wenn ich heute kaufen würde, dieses Zertifikat, und ich gucke dann in ungefähr 2 Monaten eben auf die Entwicklung des V-Stocks, dann weiß ich ungefähr genau, dass ich die dreifache prozentuale Performance eben dieses Index gemacht habe. Das wirkt natürlich genauso nach oben wie auch nach unten. Das heißt, wenn die Volatilität weiter fällt, wir sehen hier die Marke von 14,50, wenn die berührt wird, was historisch sehr niedrig wäre, aber nicht ausgeschlossen ist, dann knockt das Produkt aus. Das heißt, ich habe hier dann in dem Fall einen nahezu fast Totalverlust. Einen gewissen Restbetrag bekomme ich in der Regel, aber der ist nur noch sehr gering. Andersherum geht es dann in die richtige Richtung. Also steigt der V-Stocks an, nach oben, dann verdiene ich mit diesem Zertifikat eben die dreifache prozentuale Performance, als würde ich jetzt direkt den V-Stocks abbilden. Und natürlich gibt es aber auch Risiken. Ganz kurz zusammengefasst, Herr Willems, was habe ich für ein Risiko bei diesem Produkt? Ja, also wie eben angesprochen, wenn der V-Stocks sich nicht in die richtige Richtung entwickelt, dann drohen hier Verluste, die auch schnell zum Totalverlust werden können, eben die dreifache prozentuale Performance. Das bedeutet also 33% runter, dann ist das bereits ein Totalverlust. Des Weiteren ist ein Zertifikat von der Commerzbank, das heißt, hier sollte der Anleger noch das Emittentenrisiko berücksichtigen. Herr Willems, dann sage ich vielen Dank ganz unaufgeregt an die Börse in Frankfurt. Ja, vielen Dank, das sage ich auch, Frau Kösser. Ja, und liebe Zuschauer, wenn Sie also von der Volatilität profitieren möchten, vom Anstieg vielleicht der Volatilität, dann können Sie eben in dieses Zertifikat investieren. Aber Risiken, Sie wissen es wie immer, nicht außer Acht lassen. Ich sage danke, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Tschüss.